Die meisten Menschen heilen ihre emotionalen Schmerzen nie. Warum? Weil es schwer ist, natürlich. Und weil wir es nicht lernen, wie man das macht. Ja, also niemand bringt uns das bei. Was wir lernen, ist, wie man den Schmerz vermeidet. Und Vermeidung ist der perfekte Weg, um die Dinge noch schlimmer zu machen. Hi, mein Name ist Lumi, ich bin Schamanin und Nomadin und in diesem Video möchte ich dir helfen, deinen emotionalen Schmerz auch aus energetischer Sicht zu verstehen und ich werde dir auch erklären, wie du deinen emotionalen Schmerz heilen kannst. Bitte abonniere meinen Kanal, das unterstützt meine Arbeit sehr und vergesse nicht, dieses Video zu liken. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Okay, wie genau passiert das? Also wir kennen schon, jemand verletzt uns oder wir erleben irgendeine Situation, wo emotionaler Schmerz verursacht wird. Ja? Dann fühlen wir den emotionalen Schmerz, aber wir wissen nicht, wie wir gesund damit umgehen können. Also, was machen wir dann? Wir lenken uns ab. Männer zum Beispiel stürzen sich oft in die Arbeit, sie verschwinden unter einem Berg von Arbeit, der normalerweise übertrieben ist, das heißt, eigentlich müssten sie nicht so viel arbeiten, aber sie benutzen einfach die viele Arbeit sozusagen als innere Ausrede, um sich selbst nicht zu fühlen oder sich ihrem Schmerz nicht zu stellen. Und Frauen kümmern sich dann oft viel mehr um ihre Kinder und konzentrieren sich auf ihre Probleme, also auf die Probleme von den Kindern, statt auf ihren eigenen Schmerz. Ja? Natürlich kann es auch umgekehrt sein mit Frauen und Männern, dass die Frauen dann zu viel arbeiten und so. Ja, und wir lenken uns auch ab mit unseren Handys, mit sozialen Medien, mit Serien, mit Nachrichten, mit Feiern, Partys und so weiter. Also alles, was uns hilft, unseren Schmerz nicht zu fühlen, also nicht bewusst zu fühlen. Und wenn es ernster wird, also wenn wir uns ständig ablenken und der Schmerz sich ansammelt und noch stärker wird, dann entwickeln wir oft Süchte. Ja, zum Beispiel Rauchen und Alkohol sind typische Beispiele, wenn zum Beispiel das tägliche Bier am Abend, ja, du sagst dir selbst oder auch den anderen, dass es dir hilft, dich zu entspannen und irgendwie stimmt es schon teilweise, weil es dir die Illusion gibt von Entspannung, ja, weil Alkohol und Rauchen, sie sind so, was sie machen, ist, dass sie deinen ungefüllten Schmerz betäuben. Ja, ähnlich wie wenn man Morphium nimmt, wenn man körperlichen Schmerz hat. Ja, der Unterschied ist, dass bei Morphium, ja, also dein Körper wird sich vielleicht von selbst heilen und du irgendwann mal das Morphium nicht mehr brauchst. Aber dein emotionaler Schmerz heilt nur, wenn du ihn bewusst fühlst. Und je mehr du ihn unterdrückst, desto mehr wirst du deine Süchte brauchen, um den wachsenden Schmerz zu betäuben. Auf energetischer Sicht bleibt der Schmerz in deinem Energiesystem gespeichert. Ja? Und dadurch ziehst du Menschen und Situationen an, die zu dieser Art von Schmerz passen. Das heißt, sie haben dann eine ähnliche Schwingung, eine ähnliche Frequenz wie dein Schmerz. Einfach gesagt, je mehr du deinen Schmerz durch Ablenkungen unterdrückst und ihn durch Süchte betäubst, desto mehr Schmerz wirst du in dein Leben ziehen. Durch Menschen und Situationen, die dir ähnlichen Schmerz bringen. Okay, und wie kann ich dann meinen emotionalen Schmerz heilen? Zuerst musst du ihn fühlen, ja? Also gib alle deine Ausreden auf, wie du zu viel Arbeit hast oder dass du keine Zeit hast, zu viele Serien anschaust oder dich auf andere Dinge fokussierst, also Probleme von anderen Menschen zum Beispiel. Und fokussiere dich auf dich selbst, ja? Und wenn du bereits auf der Suchtstufe bist, dann versuche den Konsum so weit wie möglich zu reduzieren, damit du aufhörst, den Schmerz ständig zu betäuben, ja? Du musst den Schmerz wirklich bewusst fühlen, das ist wichtig. Dann setze dich hin mit deinem Schmerz, schließe deine Augen, atme tief ein und lasse den Schmerz kommen.
kämpfe nicht dagegen an und denke nicht, dass du schwach bist, weil du den Schmerz fühlst. Ja, du bist nur ein Mensch und Schmerz gehört einfach zum Leben. Vielleicht hilft es dir am Anfang, um den Schmerz so bewusst zu fühlen, dass du an die Situationen und Menschen denkst, die dich verletzt haben. Aber bitte bleibe nicht zu lange auf dieser Ebene, ja, bleibe nicht so lange in den Gedanken, weil es geht nicht um diese anderen Menschen. Verurteile diese Menschen nicht und denke nicht über ihre Gründe nach. Ja, das geht nicht um sie, es geht um dich. Und das ist auch eine Ablenkung, wenn du jetzt beginnst, dann an die Gründe zu denken von den anderen Menschen. Ja? Konzentriere dich auf dich und auf deine eigene Heilung. Und dann lasse den Schmerz kommen und lasse den Schmerz sich ausdrücken durch Tränen oder Geräusche oder Worte oder auch durch leichte Körperbewegungen. Vielleicht sagst du dir selbst, oh, es tut so weh. Manchmal hast du das Bedürfnis, dich umzuarmen oder in die Fötusstellung zu gehen. Das ist alles in Ordnung. Mach das und fühle es durch. Ja? Das ist ein bisschen so wie ein kleines Heilungsritual. Das Geheimnis hier ist, den Schmerz zu erlauben, ja, also zu fühlen, aber ohne dich in ihm zu versinken. Ja? Wenn du zu tief in den Schmerz fällst, kommst du vielleicht nie wieder heraus. Okay, wann weiß ich, dass ich ein gesundes oder heilendes Niveau erreicht habe? Nach einer Weile des bewussten Fühlens wird es einen Moment der Stille in dir geben. Und es ist weder positiv noch negativ, ja, dieses Gefühl. Es ist einfach Stille. So, als ob du alle deine Tränen geweint hättest. Ja, das ist der Moment, in dem du es wirklich durchgefühlt hast. Und nun kommt der nächste Schritt in deinem Heilungsritual. Nachdem du den Schmerz zugelassen und gefühlt hast, ja, atmest du wieder ein und erlaubst dir, den Schmerz zu verwandeln. Emotionalen Schmerz können wir nicht aus dem Energiesystem oder aus dem Körper entfernen. Das geht nicht. Der einzige Weg ist, der emotionale Schmerz oder den Schmerz in deinem Herzen zu verwandeln. Also nimm den Schmerz auf, ja, und bring ihn in dein Herz und fühle die Veränderung, die in deinem Herzen stattfindet. Ja? Und dann nach einer Weile, ja, wenn du jetzt den Schmerz aufnimmst und in dein Herz bringst, wird der Schmerz sich verwandeln. Ja? Und er wird einfach zu etwas anderem, vielleicht innerem Frieden, vielleicht Vergebung, vielleicht Gleichgültigkeit oder vielleicht sogar Liebe. Das kann auch sein. Und es ist in jedem Fall anders und das können wir auch nicht bestimmen, ja? In was transformiert sich der Schmerz? Es passiert einfach. Ja, das können wir nicht kontrollieren. Und ich weiß, dass für manche von uns schwierig ist, diese Vorstellung, hey, das heißt, ich muss den Schmerz zulassen und noch den Schmerz in mein Herz bringen. Eigentlich wollen wir immer den Schmerz weit weg von uns haben. Und jetzt soll ich den Schmerz aufnehmen und annehmen? Ja. Ja, genau. Das ist der Weg, wie man emotionalen Schmerz heilt. Ja. Also die Annahme und die Transformation und das bewusste Fühlen. Ja, und der Schritt der Verwandlung kann natürlich auch schwer sein, weil wir oft an unserem Schmerz festhalten. Ja, wir glauben, dass der Schmerz uns schützt, damit wir dieselbe Situation nicht nochmal erleben. Aber das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Ungelebter Schmerz verhindert nicht mehr Schmerz. Im Gegenteil. Er zieht noch mehr Schmerz an. Also lass los und erlaube deinem Schmerz, sich zu verwandeln und sich zu transformieren. Ja? Wenn du Unterstützung in deinem Prozess brauchst, kannst du gerne eine schamanische Einzelsitzung bei mir buchen. Wir werden dann nicht nur deinen emotionalen Schmerz, sondern auch den spirituellen und energetischen Schmerz genauer betrachten. Danke, dass du dir dieses Video angeschaut hast und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Ich wünsche dir eine wunderbare Reise zu dir selbst.